Ja, es ist offiziell. Die beiden koreanischen Tech-Giganten haben sich geeinigt. Samsung wird neben den QD-OLEDs jetzt auch klassische OLED-Fernseher mit OLED-Panels von LG Display auf den Markt bringen. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de und in diesem Video sage ich euch, was LG und Samsung vereinbart haben und auch ab wann man vielleicht schon mit dem ersten normalen OLED-Fernseher von Samsung rechnen kann. Da das hier das erste Video dieser Art ist, wären wir natürlich für jegliches Feedback von euch dankbar, also schreibt es unten in die Kommentare. Damit man alle Zusammenhänge gut verstehen kann, fange ich am besten mit der Vorgeschichte an. Sowohl Samsung als auch LG haben schon vor mehreren Jahren beschlossen, mit der Produktion von LCD-Panels aufzuhören. Die Konkurrenz aus China kann vergleichbare Panels einfach immer günstiger herstellen, sodass es für Samsung oder LG nicht mehr lukrativ ist, diese LCD-Panels selbst herzustellen. LG Display, also die Sparte von LG, welche die Panels herstellt, produziert jetzt für TVs nur noch OLED-Panels, welche bis jetzt in den Fernsehern von LG Electronics, Sony, Panasonic, Philips und Co. landen. Leider schrieb diese Sparte von LG aber in den letzten Monaten keine schwarzen Zahlen. Von Samsung Display gibt es seit letztem Jahr nur noch QD-OLED-Panels für TVs, welche man jetzt in den Premium-Fernsehern von Samsung und Sony findet. Allerdings verkauft Samsung ja noch viel mehr Fernseher und im mittleren Segment soll jetzt das Angebot an OLEDs wachsen. Dafür hat Samsung im Mai einen Deal mit LG Display abgeschlossen. Und zwar über insgesamt 10 Millionen OLED-Panels. 2 Millionen im nächsten Jahr und in den Jahren darauf erst 3 und dann sogar 5 Millionen Einheiten. Hierbei soll es sich um spezielle OLED-Panels aus der Fabrik in Paju, Südkorea, von LG Display handeln. Da LG Display nur noch OLED-EX-Panels herstellt, müsste es sich auch bei diesen Panels um solche handeln. Wahrscheinlich aber eher auf einem günstigeren Level und auf jeden Fall keine mit MLA. Wahrscheinlich wird Samsung diese neuen Fernseher unterhalb der QD-OLEDs platzieren. Was aus QLED oder Neo-QLED wird, bleibt dabei aber offen. Zusätzlich wurde jetzt auch schon eine Registrierung für einen 83 Zoll S90C bei der zuständigen südkoreanischen Behörde entdeckt. Nicht wundern, dass hier am Ende ein A und kein C steht, es handelt sich um die koreanische Modellbezeichnung des S90C. Laut The Alec soll Samsung schon dieses Jahr eine kleinere Menge von 77 und 83 Zoll OLEDs erhalten und man kann davon ausgehen, dass ein solcher Fernseher, ob er dann in Deutschland auch S90C heißt oder nicht, bereits auf der IFA in 2 Monaten vorgestellt wird. Von diesem Fernseher soll Samsung dieses Jahr noch bis zu 300.000 Modelle verkaufen können. Es kann durchaus sein, dass in Zukunft sowohl QD-OLED als auch klassische OLED-Panels in einem 77 Zoll S90C verbaut werden. Das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Wir werden da auf jeden Fall ganz genau hinschauen. Gespannt auf den oder die neuen OLED-Fernseher sind wir definitiv, weil gerade der Preis noch richtig interessant sein kann. Hoffentlich können wir auf der IFA schon live einen sehen und dann natürlich direkt für euch darüber berichten. Die Links zu all den verwendeten Quellen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt sage ich nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.